kaum ein Film hat so viele Menschen begeistert und in den Bann gezogen wie Herr der Ringe, die Trilogie, die Anfang dieses Jahrtausends in die Kinos kam und ich glaube 17 Oscars gewann. Aber es sind nicht die Schlachten und die heldenhaften Figuren nur so, was uns in den Bann zieht, sondern, und dafür bin ich sehr froh, dass der Ludwig Gartz für ein zweites Gespräch hier ist, die Symbolik, die tiefe Symbolik, die Tolkien in diese Geschehnisse sozusagen hinein projiziert, gezeichnet hat, sowohl im Innen als auch im Außen. Ich heiße euch herzlich willkommen heute bei Neue Horizonte TV, um diese Symbolik mal zumindest in Ansätzen zu verstehen, wie tief das geht. Also herzlich willkommen und jetzt geht's los. Wenn man in den Schlachten bleibt und sag ich mal unter dem Aspekt des Kineastischen, des kinomäßig gemachten, gigantisch toll, Nachbearbeitung und so weiter, ist ja auch eine eigene Faszination. Aber du bist dem richtig auf den Grund gegangen, auf wie viel unterschiedlichen Ebenen Tolkien da symbolhaft unterwegs war. Magst du vielleicht mit den Haupt, mit der Hauptdreiheit oder so, also jedenfalls wenn wir mit den groben, also es ist ja so, es gibt fast zahllose Einzelfiguren, die alle eine spezifische Bedeutung haben, was natürlich den Rahmen hier komplett sprengen würde. Aber es gibt dann die verschiedenen Völker und Gattungen und diese grobe Ordnung. Also meine Reihe heißt ja die Neunheit-Reihe. Und die Völker Mittelerdes, das war schon im Herrn der Ringe und auch schon in der alten Zeit so, dass die Grundordnung ist, dass es Elben gibt, es gibt Menschen und es gibt Zwerge. Und im Herrn der Ringe ist es so, wenn man genauer hinguckt, es gibt drei Elbenreiche, es gibt drei Menschenreiche und es gibt drei Zwergenreiche. Und die insgesamt die Neunheit des menschlichen Geistes symbolisch darstellen. Also es gibt bei den Elben die Bruchtal-Elben, die Lorien-Elben und die Waldelben Thranduils. Zum Beispiel, es gibt dann Gondor, Arnor und Rohan. Und es gibt den einsamen Berg, die Eisenberge und Moria bei den Zwergen. Die Elben sind unsterblich, die Menschen und Zwerge sind sterblich. Das ist eine sehr wesentliche Unterscheidung. Und in Bezug auf den menschlichen Geist heißt es, dass die Elben für den Teil unseres Geistes steht, der halt ewig lebt. Insofern also vor unserer Geburt schon da war und nach unserem Tod noch da sein wird. Das ist also der Teil unseres Geistes, mit dem wir über lange, lange, lange Zeiträume, lange, lange Zeitalter hinweg lernen. Und die Zwerge symbolisieren dann den energetischen Geist des Menschen, man kann auch sagen die Instinktebene, die biologisch gesteuerte Ebene unseres Geistes und die Menschen die mentale Ebene. Also das ist auch im menschlichen Hirn wiedergespiegelt. Es gibt drei, das Althirn besteht aus drei Gehirnen, also Hirnstamm, Zwischenhirn und Kleinhirn, die auch funktional den ersten drei Bereichen des menschlichen Geistes entsprechen. Es geht um unser Versorgungsgefühl im Leben, es geht um unser also Austauschgefühl mit anderen, geben und nehmen. Und im Kleinhirn geht es um die Gruppe, um das Miteinander, um das Große, um unseren Platz im Großen.
Und das Großhirn hat, besteht dann aus, aus dem, jetzt habe ich nur das englische White Matter, das ist, also das ist praktisch das Vogelhirn, der älteste Teil des Großhirns, dann der Hinterbereich, der eigentlich das Säugetierhirn ist und dann der Frontallappen, der uns eigentlich als Mensch unterscheidet von den höheren Tieren auch. Und dem entsprechen dann auch wieder drei Bereiche. Das ist der Bereich Selbstwert, der Bereich Befähigung oder Möglichkeit, die Möglichkeiten im Leben. Und dann der Bereich Recht, Ordnung, Gerechtigkeit, Integrität. Das ist eigentlich das, was das Nachdenken über Gut und Böse ist, das, was den Menschen unterscheidet. So, das sind die sechs Bereiche und im Spirituellen geht es um die Bereiche Glück, Freude, um die Bereiche, das sind die Waldelben, dann um die Bereiche Liebe, Mitgefühl, Selbstvertrauen, Mut, die Herzensqualitäten, das sind die Bruchtalelben um Elrond und Arwen. Und dann geht es um den Bereich Bewusstsein, Frieden, Unschuld, den inneren Frieden, das sind die Lorienelben um Galadriel. Also das ist die grobe Einteilung, Elben, Menschen, Zwerge, also unser energetischer, mentaler Geist, der entwickelt sich in unserer Kindheit, der bleibt uns erhalten und wenn wir sterben, sind die wieder weg. Und der spirituelle Geist lernt über ganz lange Zeiten hinweg. So, das ist ja einmal die Grundsymbolik, dann gibt es zusätzliche Figuren. Es gibt zum Beispiel häufiger die Zahl 7, die sich auf die menschlichen Chakren beziehen. Es gibt zum Beispiel 7 Orte, in denen in alter Zeit Palantiri aufbewahrt wurden, sehende Steine. Die stehen also praktisch für die mentale Ebene, weil die von Menschen aufbewahrt sind, für die mentale Ebene unserer Chakren, also für die Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit. Dann die 7 Zwerge, das sind ist die energetische Ebene unserer Chakren, weil unsere Chakren und auch unseren Körper mit Energie versorgen. Und dann gibt es die Elben, die 3 Elbenringe, die eigentlich sich nur auf die oberen Chakren beziehen. Es gibt eigentlich 4, aber er hat 3 Elbenringe draus gemacht und Círdan gibt seinen Ring an Gandalf. Also es ist eigentlich, das ist Círdan, das ist Gandalf, das ist Galadriel und das ist Elrond. Das Mitgefühl im Herzen, das ist Elrond. Da sind wir dann auch schon bei den Ringen. Wie mache ich jetzt den Faden weiter? So, Elben. Also wir haben die Haupt Akteure auf der einen Seite, genau. Also das Menschliche. Was repräsentiert eigentlich Geist. Das Menschliche? Also der Mensch ist das mentale Denken und das, was das von unserem Geist, das ans Denken gebunden ist. Also der Bereich Selbstwert, der Bereich Möglichkeit, die Möglichkeiten befähigen, das Befähigen von uns selbst und anderen. Und die Integrität, das ist ja auch gebunden an das Nachdenken über die Welt und was ist richtig, was ist falsch. Was die Österreicher den gesunden Hausverstand nennen. Ja, ja zum Beispiel. Das geht dann dahin. Und der König der Menschen ist der König von Gondor, der nachher Aragorn ist, symbolisiert das Gewissen. Das ist eigentlich die oberste Ebene des Mentalen, dass unser Gewissen uns genau sagt, wenn wir hinhören, uns genau sagen, wenn wir was tun, was nicht in Ordnung war. Ja. Das Gewissen, das achtet auf unsere Einheit mit allem und uns genau sagt, du darfst niemandem was antun, was du nicht willst, dass man es dir tut. Ne? Und uns genau sagt, Mensch, das war jetzt nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Ja, das ist Aragorn. Der erst ein Landstreicher ist und später zum König wird, was heißt, dass jetzt in der dunklen Zeit... dass jetzt in der dunklen Zeit die Gewissenhaftigkeit nicht so gut bestellt ist, aber wieder in der kommenden Zeit zum König, also wieder den obersten Rang einnehmen wird, dass die Menschen sehr darauf achten werden in Zukunft, dass sie das Richtige in ihrem Leben tun und dass sie die richtigen Werte vertreten und sich dafür auch einsetzen. Das ist Integrität.
die Bedeutung so. Des Aragorn-Königs. Das wird wieder kommen, laut Herr der Ringe. Dann haben wir Sauron. Ja. Als Gegenspieler. Gegenspieler von all denen hier, die wir jetzt genannt haben. Wofür steht Sauron? Sauron. Und überhaupt der Ring. Ja. Sauron war ursprünglich ein Maia in Aman und ist da praktisch zum Bösen verführt worden von Melkor, der die erste Figur war, die ihr eigenen Kram gemacht hat, die sich abgespalten hat vom Ganzen, der ein Symbol ist für das Ego, und Sauron ist auch ein Symbol fürs Ego, also Sauron und Melkor zusammen. Also für die Illusion auf Seelen. Aman heißt Einheit und es sind Valar und Maia, das sind Aspekte der menschlichen Seele. Das heißt, das Ego ist nicht irgendwo in unserem Denken nur, sondern es ist auf einer sehr subtilen Ebene, eigentlich auf Seelenebene, eine Abspaltung von uns selbst, wo man sich fragt, wie kann das überhaupt gehen? Es ist aber passiert, dass wir uns abgespalten und uns getrennt sehen vom Ganzen. Getrennt sehen. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Nicht wir getrennt sind, in Wahrheit sind wir nie getrennt, aber wir sehen uns als getrennt. Genau. Nehmen und unser Sein folgt dem, wie wir uns wahrnehmen oder was wir glauben zu sein. Ja. Ne? Melkor heißt laut Tolkien ursprünglich, der in Macht ersteht. Und das ist der Aspekt des Menschen, dass der Mensch zu dem wird, woran er ständig denkt. Oder das letztlich in die Realität bringt, woran er glaubt und ständig denkt. Das ist einer der Gründe, warum spirituelle Meister zum Beispiel sagen, es ist wichtig, dass wir ständig an Gott denken, weil wir werden zu dem, woran wir denken. Wenn wir ständig an Gott denken und an die Liebe, die Gott ist und in alles Leben einbringt, dann werden wir dazu. Melkor. Ja, wir werden zu dem, woran wir ständig denken. Deswegen ist es so wichtig, auch optimistisch und positiv zu denken, weil wir zu dem werden. Und Menschen, die sagen, ja, ich sehe überhaupt keine Hoffnung mehr und ich sehe nur noch schwarz und ich kann nicht mehr anders denken, das ist sehr gefährlich. Das ist der Feind an sich, sich so runterziehen zu lassen. Da muss man sich auch wieder rauskämpfen, das ist total wichtig. Allein für die Möglichkeit für einen positiven Wandel. Das fängt ja im Bewusstsein an. Wenn wir uns den Optimismus nehmen lassen, ist es total gefährlich. Sinnlosigkeit. Ja, wenn das übernimmt, dann heftig, und dann setzt sich unser ganzes Bewusstsein darauf, ist es alles sinnlos. Und dann wird es irgendwann so, weil die Dinge so werden, wie sie sehen. Und das ist Melkor, dass dieser Aspekt darauf gerichtet wurde, getrennt zu sein, eine getrennte Existenz vom Rest zu haben. Melek ist der König. Ah, okay. Im Hebräischen. Ah, ja. Also M-L-K. Ja, wir haben uns selbst zum König gemacht. Ja. Also unser Ego. Also Melkor ist mir jetzt so. So, Sauron. Also es hat dann einen ganzen Zeitalterzyklus gegeben, an dessen Ende Melkor dann besiegt wurde von den Valar und wegkam. Und dann blieb nur noch Sauron über, der dann diese Symbolfigur war fürs menschliche Ego. Und der hat dann den einen Ring geschmiedet, in Mordor. Ja, und das ist die grundlegende Symbolik, die dem gesamten Herrn der Ringe zugrunde liegt. Dass der Sauron ist nach Mordor steht für den Materialismus. Ja, also, hatte eben schon mal erwähnt, als es um Geld ging, dass wenn Mangelgefühle haben, die wir immer mehr verstärken, dann wird das zu einer Haltung, nicht geben zu wollen, weil wir leben ja in dem Glauben, dass wir nicht genug haben für uns selber. Dann wollen wir auch nichts mehr geben. Wir müssen alles zusammenhalten für mich. Das heißt, es entsteht Geiz. Und wenn Geiz zu einer grundlegenden Lebenshaltung und Philosophie wird, dann wird Geiz zum Materialismus. Alle Gedanken auf die Materie und möglichst viel Kontrolle über die Materie zu gewinnen, um nicht in diesen Mangel umzukommen. Es ist alles ein Kampf gegen den Mangel. So, und der Mangel und der Schicksalsberg symbolisiert den Mangel. Armut und Mangel. Und in der Tiefe ist aber, in den Gründen ist diese heiße Lava, in der den Sauron den Ring geschmiedet hat. Das heißt, diese
diese heiße, brunnelnde Lava in der Tiefe ist ein Symbol für die menschlichen Schuldgefühle. Ja, also wenn Menschen an ihre Schuld glauben und glauben, Schuld abtragen zu müssen, dann können sie auch nichts nehmen für sich und sind in Armut gefangen. Das heißt, diese Schicksalsgründe und der Berg, also Schuld und Armut, hängen unmittelbar zusammen. Die Armut kommt eigentlich aus unserem Glauben an der Schuld. Da sind wir wieder beim Thema eben. So, und der eine Ring, den Sauron schmiedet, um zu herrschen. Also Sauron ist das Symbol für das Ego, für das Bewusstsein, getrennt zu sein. Und um in diesem Bewusstsein überleben und herrschen zu können über die Elemente, nutzt das Ego die Schuldgefühle, um die in die Projektion zu lenken und ganz Konzepte zu entwickeln, Ideologien zu entwickeln, Religionen zu entwickeln, die letztlich sagen, ihr seid schuld. Mhm. Ihr seid schuld. Ihr habt was abzutragen. Ja, oder der einzige Weg, schuldfrei zu werden, ist da mitzumachen, dazuzugehören. Wenn du Außenseiter bist, ne, dann bist du, wie hieß es früher, ein Ketzer. Vogelfrei. Dann gehörst du zu den Schuldigen. Ja. Ne? Das ist Schuldprojektion. So. Das heißt, der eine Ring ist geschmiedet in Schuld und ist die Schuldprojektion, und mithilfe dieses Ringes herrscht Hauern. Das heißt, das Ego herrscht komplett, solange wir in dieser Schuldprojektion gefangen sind. Weil wir dann die Ursache für oder die Verantwortung für die Behebung aller Fehler, aller Probleme, geben wir dann an andere. Weil ihr seid ja schuld. Mhm. Ich habe damit nichts zu tun. Ihr seid schuld. Ihr müsst euch ändern. Änder du dich mal, arbeite du mal an dir. So, und dann muss ich nichts machen. Das ist der eine Ring. Und wenn das die kollektive Geisteshaltung ist, dann herrscht im Kollektiv das Ego. Dann sind alle Menschen am Wickel ihrer Schuld, alle Menschen, die am Wickel, im Prinzip im Wickel ihrer eigenen Schuldprojektion sind, sind im Griff ihres eigenen Egos. Und dann entsteht natürlich eine Welt, wo das, wenn das Kollektiv alle machen, wo das eine entsprechende Welt nach sich zieht, die ahierarchisch strukturiert ist und wo die ganz oben dann auch über diese Schuld, an die alle glauben, herrschen. Weil sie die Macht haben, zu definieren dann, wir definieren jetzt, wer schuld ist und wer nicht. Wir definieren, wer die Guten sind und wer die Bösen. Ne? Unsere Massenmedien erzählen uns, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Die haben die Macht. Und die Wissenschaftler, die sind ja auch Priester. Ja, die erzählen uns, was ist die Wahrheit und was ist nicht wahr und so weiter. Genau. Und um dieser Schuldprojektion wird geherrscht, weil wir kollektiv an die Schuld glauben und darum kämpfen, dass wir selber zu denen gehören können, die Schuld zuweisen können und nicht Schuld abtragen müssen. Aber die Masse, wenn das Kollektiv herrscht, eine Masse von mindestens 90%, ist immer am Schuld abtragen. Ja. Und das ist wiedergespiegelt unmittelbar in unserem Geldsystem, wo wir permanent die Schuld abtragen für die Verschuldung. Ja. Und die Verschuldung der Welt exorbitante. Deswegen steht der eine Ring nicht nur für die Schuldprojektion in unserem Geist, sondern in der Außenwelt, auch für unser Geldsystem, das permanent Schulden aufbürdet und Menschen zwingt, Schuld abzutragen an andere. Also totales Ausbeutung über Schuld. Mhm. Und die Faszination, diesen Ring überzustreifen? Ja, also das ist natürlich diese riesige Verlockung, wenn mir diese Macht gegeben ist, also wenn ich über so viel Vermögen verfüge, dass ich bestimmen kann, was alles passiert, dann ist das eine riesige Verlockung. Also dann muss man nicht mehr arbeiten, dann ist man nicht nur, dass man nicht arbeiten muss, man schwelgt im Reichtum, man kann Schuld zuweisen, man kann definieren, was passieren muss, wer jetzt die Guten, wer die Bösen sind, etc. Genau das, was die Reichsten machen. Und es gibt ja viele Menschen, die das sehen, die das aber nicht für schlimm halten, die sagen, die Welt ist halt so, und die sich einfach nur wünschen, wäre ich doch reich, dann könnte ich das machen. Die das gar nicht so falsch finden, die sich einfach nur wünschen, ich hätte das gerne, ich hätte diese Möglichkeiten gerne. Also die einfach nur selber wünschen, sie könnten andere so rumkommandieren und selber so im Reichtum schwelgen. Anstatt zu sehen, dass das Ganze abgrundtief ungerecht ist und egal, ob wir auf der Verlierer- oder Gewinnerseite ist, dass das abzulehnen ist. Aber auf die Gewinnerseite kommen zu können, ist natürlich eine Riesenverlockung. Beziehungsweise in einem Konflikt
an den Punkt zu kommen, jeder Konflikt bringt uns ja an unsere eigenen Schwächen und Wunden. Mhm. Und dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Nein, das stimmt jetzt aber nicht, was du sagst. In Wirklichkeit ist das dein Fehler. Ne? Das ist die Verlockung des eigenen Ringes. Dann doch wieder in die Projektion zu gehen. Wenn man sich darüber unterhält, wie klären wir unsere Beziehungen, wie klären wir Konflikte, und dann doch wieder die Verlockung, nein, es liegt alles bei dir, das ist dein Fehler. Und selbst Gandalf wird ja, wenn ich mich recht entsinne, zwischendurch er will das nicht. Verführt. Nein, nee. Also er war ja kurz davor doch, also erinnere ich mich an eine Szene, Gandalf, wo denn? Wo er selber fasziniert war von dem Ring. Also eine ganz kurze Zeit. Das war die Galadriel. Das war die Galadriel in Lorien, als Frodo hingeht, nimm du den Ring. Ja. Und sie wird so riesig groß. Ich würde herrschen und alle würden verzweifeln. Sie wird in Versuchung geführt. Gandalf selbst nicht auch? Kann ich mich nicht erinnern. Er sagt dann, führe mich nicht in Versuchung. Das ist im Auenland, ganz am Anfang. Führe mich nicht in Versuchung. Genau, so. Gib mir den Ring, führe mich nicht. Genau. Also selbst ein mächtiger Zauberer ist sozusagen gefährdet von dieser Faszination. Diese Macht zu haben, definieren zu können, wer jetzt die Guten und wer die Bösen sind. Selber immer im Recht zu sein. Ja. Schuld immer anderen zuweisen zu können und damit durchzukommen. Nicht nur durchzukommen, sondern das durchsetzen zu können. Und den Rückfluss der Macht zu spüren. Ja. Ja. Dann gibt es ja noch die Orks. Also gut. Das ist wirklich an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Ja. Und da war ich sehr überrascht, als ich las, dass du machst ja auch hast einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Neunheit? Unter meinem Namen Ludwig. Unter deinem Namen, Ludwig Katz, wo du halt die Tolkien-Symbolik auch noch einzeln aufführst. Also dass praktisch Tolkien zu einer Zeit, wo uns das niemandem bewusst war, dass es sowas gibt, also sowas wie den tiefen Staat, dass du sagst, da sind dieser Konflikt zwischen den beiden Orks symbolisiere auch sozusagen US-amerikanische Elite und globale Hochfinanz. Ja, damit gehen wir jetzt dann schon in die Details der Entschlüsselung. Und zwar einer Phase, die gedauert hat kurz nach 9/11, also nach dem 11. September 2001, fing das an, hat gedauert bis Frühjahr 2020. Und als dieser Konflikt beendet war, fing die globale Pandemie an. Auch zu sehen ist. Der Konflikt ist vorbei. Ist vorbei? Wie kommst du darauf? Der Konflikt ist vorbei. Ich habe damals sehr, sehr eng verfolgt, was Valery Pyakin sagte über die Auseinandersetzung zwischen Trump und der US-Elite. Mhm. Und er hat auch sehr viel erklärt, wie der Tiefenstaat es schafft, die US-Elite, die abgespalten ist, so hinzustellen, als wäre sie der globale Tiefenstaat. Es gab verschiedene Anzeichen, dass die US-Elite tatsächlich unter Kontrolle gebracht wurde. Das fing an damit, mit diesem völlig fehlgeschlagenen Situation, die zur Ermordung des iranischen, war das der Außenminister? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Welche Funktion hatte der? War das? Nee, nicht Außenminister? Das ist ein General gewesen. Ne? General, einer der obersten iranischen Generäle, genau. Der von der US-Elite aus Versehen liquidiert wurde. Das wollten die gar nicht. Wo sie dann völlig schlecht dastanden in der Welt. Die wollten eigentlich den Mitarbeiter dieses iranischen Generals im Irak liquidieren, damit die Situation im Irak unter Kontrolle gehalten wird. Dann hat die globale Seite, also der globale Tiefenstaat, also die Hochfinanzseite sozusagen,
hat es dann so arrangiert, dass in dem Anschlag auf den Iraker der iranische General mit anwesend war und mit umgebracht wurde. Und die sind dann aus allen Wolken gefallen. Und das hat Trump dann nutzen können, um die ein ganzes Stück weit unter Kontrolle zu halten. Er sagt, okay, ich nehme das auf mich, ich nehme diesen Anschlag auf mich, dafür müsst ihr aber. Das führte dann bis hin dazu, dass es nach außen den Anschein hatte, als würde die Fed wieder unter Kontrolle gebracht werden im März. Und das war der finale Punkt, wo die US-Elite wieder unter Kontrolle waren. Und ziemlich zu der Zeit fing dann die globale Pandemie an, die nie fahren könnten, wenn dieser Elitenkrieg noch laufen würde. Der Beginn dieser Pandemie war selbst ein Zeichen, dass das Ding vorbei ist. Und was in der Zeit lief, also laut der Symbolik jetzt, es war Minas Morgul. Man muss wissen, dass der Krieg Saurons gegen Gondor ging von Minas Morgul aus. Minas Morgul, das leitet sich wieder aus der Symbolik ab, da war einer der Plantiri aufgehoben, der sehenden Steine. Und es ist ein Ort, der für die Hellsichtigkeit des Herzens steht. So, und wenn sich das Bewusstsein verdunkelt, dann ist eine der ersten Dinge, die passiert, ist, dass die Liebe des Herzens überlagert und ersetzt wird durch Angst und Sorgen, die sich ins Herz einschleichen, dass die Menschen sich primär von Angst, von Ängsten und Sorgen leiten lassen, was alles Schlimmes passieren könnte oder schiefgehen könnte. Und sind dann ein Symbol für die Massenmedien, die uns über Angst primär steuern, also über Angst und Schuld eigentlich steuern. So, dann geht das Ork her, das Gondor angreift, geht von Minas Morgul aus. Was zeigt, dass dieser Krieg gegen uns primär oder ein massenmedialer Krieg war? Es war ein Krieg gegen unser Denken und der wurde von den Massenmedien geführt. Oder mit Hilfe. Ja, mit denen als Instrument. Mhm. Dann wurde erst aus Gilead überrannt. Aus Gilead steht für das unterste Chakra und das Überrennen von aus Gilead, ich kann jetzt nicht so sehr in die Details gehen, aber ich kann es nur erklären, ist die sexuelle Revolution gewesen, Mitte der 60er, damit fing alles an. Und auch der Feminismus, der dann in der Zeit starrte. Das wurde alles von so instrumentalisiert, dass es benutzt werden konnte, die Gesellschaft zu zerrütten und die Familien zu zerstören. Und dieser ganze Krieg in Gondor ist das, was läuft, seit 1970 vor allem. Also dieses ganze Chaos, das in den Gesellschaften angerichtet wurde, mit der totalen Verführung zum Materialismus, zum totalen Verhaftung nach außen, nur noch Entertainment und tun, was ich will und zwischenmenschliche Rücksichtslosigkeit und alles ist cool, also das ein cooles Feiern des menschlichen Egos eigentlich. Tun, was wir wollen. Krieg gegen Gondor ist die Zerstörung der Integrität. Also das Ganze hatte nur den einen Zweck, die Integrität im kollektiven Bewusstsein zu zerstören. Das ist dieser Krieg. Der läuft noch, sollte aber eigentlich in den 2020ern jetzt zu Ende gehen, nach meiner Einschätzung. Also wir sind relativ am Ende von dem Ganzen, dass wir da wieder rauskommen. Man hat es ja in dieser... Ja, so, und jetzt die Orks, genau. Also da gab es den Gorbak mit seiner Truppe, der aus diesem Krieg hochkam und der hat Frodo gefunden. Und der Angriff Kankras auf Frodo, das war der 11. September, also Kankra ist ein Symbol für Sinnlosigkeit, Resignation. Das heißt, Frodo, der Ringträger ist ein Symbol für den gesunden Menschenverstand, also der uns gegeben ist. Und mit dem, wir müssen unseren Weg ja mit unserem gesunden Menschenverstand finden. Und das war erstmal ein Angriff aufs Denken. Das wurde gemacht, dann wurde uns gesagt, das waren Terroristen, jetzt müssen wir Kriege führen, totaler Krieg gegen den Terrorismus. Und das Denken war erstmal wie ein, zwei Jahre lang wie gelähmt. Und dann kamen so langsam Sachen raus, was da nicht stimmt am 11. September. Ne? Und was aber passiert ist, dieser Ork-Krieg ist das von der globalen Steuerung, jetzt muss ich darauf eingehen, ist so, dass die globale Steuerung der Hochfinanz lief seit dem Zweiten Weltkrieg über die USA.
Und die hatten entschieden, dass sie das Ganze, weil die Menschen im Westen, in den USA und in Europa Anzeichen des Erwachens zeigen, haben die entschieden, dass sie das Ganze, dass sie die globale Steuerung verlagern wollen nach China. So die Geisterstädte, die da entstanden sind. Genau, um das alles vorzubereiten, dass da die ganzen Beamten, die für die globale, oder die ganzen Personen, die für die globale Steuerung brauchen, alle nach China verlagert werden. Habe übrigens vor einem Jahr gesehen, dass die jetzt langsam besiedelt werden, angeblich. Das wäre auch noch so ein Zeichen für die, dass der Elitenkrieg zu Ende ist. Diese Geisterstädte. Ja, ja. So, die USA, die US-Elite wollte dann aber nicht. Die wollte sich ihren komfortablen Status als Parasit der ganzen Welt nicht nehmen lassen und sagt, haben der Hofinanz gesagt, nee, machen wir nicht. Wir halten unsere Pfründe, wir halten unsere Position, wir halten unsere Aufgabe. Etwa seit der Zeit hat sich in manchen Medien auch die Darstellung der USA drastisch verändert, dass die USA plötzlich als die Bösen in vielen Medien hingestellt wurden. Ne? Nicht mehr. Bis dahin waren sie ja immer per Definition immer die Guten in allem. Das war einer der Aspekte, woran man sehen konnte, dass da eine Spaltung war auf der obersten Ebene, dass das nicht einheitlich war. Mhm. Das heißt, es wurde vieles offengelegt über das, was die US-Elite macht, und es wurde im Gegenzug vieles offengelegt von denen an die Öffentlichkeit gedrungen, was der anderen Seite, also was der Hoffinanz schadet. Das heißt, vieles von dem, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist nicht wirklich nur von jetzt Whistleblowern im besten Sinne, sondern ist Teil eines Krieges von Eliten gegeneinander gewesen. Und das heißt, das Aufwecken des Denkens kam zu einem großen Teil durch diesen Elitenkrieg, dass die auf oberster Ebene um die Führung gerungen haben. Das war auch eine Phase, wo zum Beispiel der unheimlich viel über den Vatikan rauskam, über Kindesmissbrauch und so weiter. Das ist sehr viel weniger geworden, seit es zu Ende ist, wenn man das beobachtet. Das war einfach, um den Vatikan zu schwächen, weil die mit ausgeschert sind mit der US-Elite zusammen und wurden direkt am Anfang der Pandemie, als in Italien der Total-Lockdown war, einer der Gründe war, dass die verdeckt von der ganzen Welt den Vatikan wieder unter Kontrolle gebracht haben. Das sollte niemand mitkriegen. Deswegen ist das einer der Gründe für diesen Total-Lockdown. Okay, der war auch weg. So, die haben sich gegenseitig umgebracht. Das heißt, und das ist Minas Morgul, das ist die Gedanken, die Meinungssteuerung. Das heißt, die haben sich auf oberster Ebene gegenseitig ihre Narrative erzeugt, indem sie alle möglichen Enthüllungen gemacht haben, Whistleblower raus. Es durften ganz viele schlimme Dinge, die die Eliten machen, rauskommen. Das war aber in einem Krieg der gegeneinander. Und das hat in sehr hohem Maße das Denken aufgeweckt, gerade in den ersten beiden. Ja. Ja? Auch die Enthüllungen über den 11. September zum Beispiel. Und das heißt, die Orks haben sich gegenseitig umgebracht. Es sind in dem Fall halt diese abgespaltene Teil des tiefen Staats und der weiterhin den Befehlen des Saurons folgt, was dann vor allem Russland, China und dann halt auch Trump, der auch auf dieser Seite ist. Deswegen war Trump so erbittert, wurde von den US-Elite so erbittert bekämpft. Also du sagst, Trump ist ein Vertreter des globalen... Ja, um die US-Elite unter Kontrolle zu bringen. Deswegen haben die den so bekämpft. Wenn in dem Moment, wo die diesen Krieg gewonnen hatten, tritt das nicht unbedingt nach außen. Ne? Die können aus äußere Strukturen komplett so weiterlaufen lassen wie bisher. Das heißt, das Narrativ, dass sie den tiefen Staat fertig machen, und das halten die noch weiter auf, weil es nützlich ist für die. Obwohl diese Abspaltung längst beendet ist. Die haben auch. Wie kommst du darauf, dass sie längst beendet? Du sagst, die Pandemie sei ein Zeichen dafür, der Konflikt beendet ist. Weil man das ja global koordinieren muss, dass keiner ausschert. Ne? Es gibt natürlich noch eine andere Kraft außer Elitenkrieg, was dazu führen kann, dass bestimmte Staatspräsidenten ausscheren, zum Beispiel, wenn die ihr eigenes Gewissen entdecken und merken, nee, das will ich meinem Volk nicht antun. Wie in Weißrussland, wie in verschiedenen Ländern in Afrika,
Oder Haiti. Ja, also die dann gestorben wurden. Ja, die dann gemerkt haben, nee, das mache ich nicht mit. Ne? Aber woran man sieht, es ist ein Regisseur hinter dem. Mhm. Das hätten die nicht machen können, wenn dieser Elitenkrieg noch laufen würde. Weil er ja auch, wie soll man sagen, die Pandemie ist eine massive wirtschaftliche Schädigung der USA auch. Mhm. Und das hätten die auch nicht mitgemacht. Das passiert jetzt aber, weil sie nichts mehr zu sagen haben. Weil die globale Steuerung jetzt die wieder unter Kontrolle hat. Und Putin gehört auch dazu. Ja. Putin spielt die Rolle des Patrioten, der dann so bereit Trump, ist einzugreifen, wenn hier alles den Bach runtergeht. Putin, rette uns. Ja, ich komme euch retten und fertig. Mhm. Mhm. Ja? Dann war es das. So. Die Orks. So, die Orks. Die Orks sind ursprünglich eigentlich nur ein Symbol für negative Gedanken oder für negative Gedankengebilde oder negative Gedankenstrukturen. Sind aber in der Außenwelt dann auch ein Symbol für Organisationen der Hochfinanz, die sie gebildet hat, um zu herrschen. Also dieser ganze Ork-Krieg, das sind ja auch ganz viele Unternehmen, die daran beteiligt sind, an diesem Krieg zur Unterwerfung der Menschheit. Stichwort World Economic Forum. Ja, zum Beispiel. WEF. Ja. Zu unserem Wohl. Kannst du kurz mal erklären, warum der Ring zu Frodo kommt? Und also über Bilbo Beutlin kommt er zu Frodo. Aber der ist gefunden worden von, da müssen wir die ganze Ringgeschichte in der neueren Zeit mal durchgehen. Okay. Der ist ja verloren gegangen. Der hatte Isildur, ja, wie weit geht man zurück? Isildur waren die alten Germanen, die dann siegreich geblieben sind gegen Rom. Und Rom wurde von einer verborgenen Hochfinanz regiert. Das war der Sauron der Antike. Mhm. Und Rom ist gegen die alten Numenorer vorgegangen. Das sind die überlebenden Völker aus Atlantis. Das waren vor allem die Phönizier, also die Karthager, die Kelten und die Germanen, die nacheinander liquidiert wurden. So wie Anarion weg, Elendil weg. Dann war Isildur schon am Boden. Das heißt, Germanien war schon 20 Jahre besetzt von den Römern. Und dann haben sie es ganz unverhofft geschafft, sich zu befreien, was die notwendige Expansion, die aufgrund des Zinsgelds notwendige Expansion des Römischen Reiches letztlich zum Stoppen gebracht hat. Und dann sind ja in der Folge, als dann Rom in sich zusammenbrach, sind die Germanen ja haben sich Westrom genommen. So, das war Isildur, der siegreich blieb, und die germanischen Völker wollten dann diese römischen Machtstrukturen, das römische Machtdenken, das römische Herrschen über Schuld und Tributzahlungen und sich zum König installieren, der dann alle anderen zahlungspflichtig macht. Dieser Versuchung haben die nicht widerstanden. Isildur wollte diesen, nein, der ist so toll, der Ring, den behalte ich. Der führte dann aber zu seinem Tod, was heißt, dass die ursprüngliche, sehr hochstehende Kultur der Germanen, das sehr hochstehende ethische Denken der Germanen, ist dann ging verloren durch diese Romanisierung, also durch die des Denkens, durch das Übernehmen des römischen Schulddenkens wurde unsere eigentliche, also die hochstehende Kultur unserer Vorfahren zerstört. So, und es ist aber von Isildur bis Aragorn ist die Linie nie ganz abgerissen, obwohl zwischenzeitlich dann die Truchsessen regiert haben. Das heißt, das ist ein Symbol für ein herabgesetztes ethisches Bewusstsein. Und das ist, er schreibt an einer Stelle, dass als der Ring gefunden wurde, lebten die Könige noch, also die Nachfahren Isildurs. Und dann starben die erst aus und Truchsessen kamen. Das heißt, dass das ethische Bewusstsein auch das Mittelalter hindurch noch relativ hoch war. Beim einfachen, jetzt, ich rede nicht von den Herrschenden, sondern vom einfachen Volk, das ein sehr, sehr hohes ethisches Bewusstsein hatte. Und das ging dann runter, das ist die Zeit der Truchsesse, in der Zeit der Kolonialisierung der Welt. Das ist ja die hässlichste Zeit eigentlich der westlichen Kultur, war diese Unterwerfung und Ausbeutung der Völker in den anderen Teilen der Welt. So, und als der Zeitpunkt des Ringfundes, das war der Zeitpunkt, als das Brakteatentum, also die zinsfreien Systeme des Mittelalters, kollabierten und das Zinsgeld wiederkehrte.
Ja, und diese Geschichte von Deagol, Deagol, der forscht, also es gibt, man muss jetzt so in die Tiefe gehen, es gibt drei Hobbit-Stämme und Deagol und Smergal gehören zu den Starren und die stehen für das Rajasische, also für das Rastlose, für die Geborenheit der Rastlosigkeit. Also dieses, und die sind am Wasser, weil da ständige Bewegung ist, dieses ständige Bewegung, ständige Rastlosigkeit. Und Deagol hat einen forschenden Geist, also symbolisiert diesen Aspekt des Forschens, etwas herauszufinden. Das heißt, es gab Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie zu mehr Geld kommen können. Damals, es war aufkommende Gier. Und dann hat er zufällig diesen einen Ring gefunden. Das heißt, es gab Menschen, die begriffen haben, hier mit Zinsen etc. So, und Smeagol ist dann nicht der forschende Geist, sondern das Verlangen. Mhm. Und als er diese Möglichkeit erkannt hat, heute ist mein Geburtstag, gib mir den, war er bereit, den Deagol umzubringen. Das heißt, das Verlangen hat übernommen und hat das forschende, kritische Denken liquidiert. Nein, und da übernahm eigentlich das Verlangen, das dann bis zu Gollum, also bis hin zur Sucht, bis zur totalen Sucht ging, Sucht nach diesem Geld. Ja. Nach der Macht. Genau. Und dieses ganze Geldsystem wurde eigentlich von der Sucht der Geldverleiher angetrieben, bis zu dem Punkt, wo das ganze Ding dann an Bilbo gegangen ist. Und das war ein eher zufälliger Vorgang, der nach meiner Zuordnung 1775 stattfand, als die Revolutionäre sich eine eigene Währung geschaffen haben, einen eigenen Dollar, um von dem Geld aus England unabhängig zu werden oder von dem Geld der Banken unabhängig zu werden und selbst ein von Volk geschaffenes Geld zu haben. Das heißt, es kam zum denkenden Verstand, dass sie sagten, nee, wir machen das jetzt selbst. Mhm. Wobei die gar nicht begriffen haben, was die da geschaffen haben. Dass das ein gigantischer Schritt war, zu sagen, wir machen als Volk das Geld selber. Wir lassen es nicht den Geld verleihen. Mhm. So, und dann kam dieser Wechsel im Denken. Also Bilbo steht eigentlich für die rechte Hirnhälfte, der ist so musisch, poetisch, diese Seite. Und Frodo ist ein viel trockenerer, langweiligerer Charakter. Der steht für das analytische, trockene, analytische Denken. Das heißt, es gab im auslaufenden 18. Jahrhundert, das war dann nicht lange nach der amerikanischen Revolution, gab es eigentlich einen Denkel im Kollektiv, einen Wechsel, dass unser Denken gewechselt hat von rechts auf links. Mhm. Dass wir eigentlich jetzt seit über 200 Jahren dominant analytisch denken, ging nicht mehr mit der rechten Hälfte zu sehr. Oder zumindest nicht. Nicht mit beiden und nicht über Kreuz, sondern dominiert von links, von diesem anderen. Und das ist Frodo. Und solange das so ist, müssen wir halt auch mit diesem Verstand den Weg finden. Das heißt, die Verantwortung für den Ring ging dann von Bilbo auf Frodo über. Das heißt, wir sind jetzt, es ist halt jetzt mit dem Verstand so, wie er ist, müssen wir unseren Weg finden. Das wolltest du wissen. Ne? Ja, also wie der überhaupt dahin kam. Genau. Und letztendlich, was er bedeutet. Und die Befreiung ist, und das war das Ziel, ihn in den Schlund des Schicksalsberges zu werfen. Genau. Das ist da, wo er herkommt. Ne? Ja. Das heißt, dass die Schuld in sich selbst zurückgeworfen wird und vergeht. Das heißt, es geht letztlich um Schuldvergebung. Oder dass der Zins in sich selbst zurückgeworfen wird. Das heißt, die Umlaufsicherung auf Geld, die fließendes Geld schafft, ist wie eine von der Allgemeinheit, nicht von Privat, sondern von der Allgemeinheit gegebener Zins, der rausgezogen wird, der aber dazu führt, dass im Zwischenmenschlichen keine Zinsen mehr erhoben werden kann. Das heißt, er wird in sich selbst, geht er auf Null. Mhm. Mhm. Das ist das Symbol. Und wenn wir das schaffen, wenn wir kollektiv mit zinsfreifließendem Geld haben, dann ist das der Beweis, dass wir es auf der Bewusstseinsebene auch geschafft haben. Andererseits, wenn wir es auf der Bewusstseinsebene nicht schaffen, dann werden wir das am Praktischen auch nicht schaffen. Also wir werden nicht eine Lösung machen können. Die Lösung geht immer von innen nach außen. Und unser Bewusstsein ist noch unverändert. Mhm. Das hängt immer zusammen.
du hast das jetzt so, sag mal, die Symbolik interpretiert. Was war dein Kompass dabei? Also, ein Tolkien, ich weiß jetzt gar nicht, wann er die geschrieben hat. 50er Jahre. Gut. Mitte 55 veröffentlicht. War er ein Eingeweihter, wie, oder zumindest ein Interner wie Huxley und Orwell? Ich glaube nicht, die ja ihre Dystopien sozusagen daran entworfen haben, was geplant war. Ja, ich sehe das sehr anders, weil für mich die, was war das, Schöne neue Welt, 1984, Animals Farm, diese Werke, die haben alle einen sehr negativen Unterton. Ja, ja, eben. Die sind ja dystopisch. Also keine schöne Vision. Nicht schön des Menschen. Und eher das, eher wie eine Ankündigung, das wird so passieren, ihr werdet nichts dagegen machen können. So dieses, wir haben es euch ja gesagt und dann passiert das. Ne? Also sehr negativ. Mhm. Und das sehe ich beim Herrn der Ringe überhaupt nicht. Der stellt eher diese Katharsis bereit, diese Reinigung des Geistes, wenn man da durchgeht. Dass man sich hinterher gereinigt fühlt, dass man da mitgeht und dann, oh, Gott sei Dank, das ist durch, jetzt sind wir durch. Ne? Das ist ein ganz anderer als Wahrnehmen, wenn du damit durchgehst. Also okay, die Filme sind jetzt ein bisschen reißerisch gemacht, aber im Buch ist es ein anderes Erlebnis. Mhm, ich denke, er war ja Sprachwissenschaftler und hat sich sehr mit alten Mythen und Sagen beschäftigt, auch mit der nordischen Welt vor allem, mit der nordischen Symbolwelt. Und ich denke, dass Tolkien jemand, also wenn man mit den alten Schriften der Menschheit weit genug zurückgeht, dann findet man eine Symbolik, die in leichten Abwandlungen universell eigentlich gleich ist. Die reden alle vom selben. Also seien es die Veden, sei es die Symbolik der Bibel, sei es die alten Sagen oder auch Märchen, zu denen wir noch kommen. Mein Zugang war, ich habe Bücher gelesen über die Symbolik der Bibel, habe dann diese Symbolik verstanden und habe dann gemerkt, das kann ich auf alles anwenden. Mit der Symbolik verstehe ich die Märchen, da verstehe ich den Tolkien und habe das dann langsam erarbeitet. Okay, also ich wollte nur zur Sicherheit, er hat nicht in dem Sinne prophetisch vorausgesehen, dass die globale Hochfinanz die US-amerikanische Elite sozusagen töten wird oder also besiegen wird, sondern Bewusstseinsprozesse. Also das sind meine Arbeit sind zwei Arbeitsschritte. Ja. Die ganzen Symbole sind Bewusstseinssymbole. Ja. Und das Handeln der Figuren symbolisiert bestimmte Bewusstseinsprozesse, die ablaufen. So, und der erste Schritt, der unmittelbare Schritt ist das Verstehbarmachen dieser Prozesse. So, was ich dann zusätzlich gemacht habe, was ich glaube, was Tolkien wahrscheinlich nicht beabsichtigt hat, ich denke schon, dass er wusste, dass er dann eine hochgeistige Sache erzählt. Er hat auch mal gesagt, dass er die Wahrheit sagt mit den Dingen. Mhm. Also war mehr als nur Fantasy. Weiß ich klar, dass aber auch wie er Elben beschreibt, wie er die Qualitäten, das passt so genau zum menschlichen Geist, dass ich denke, er wusste, was er da beschreibt und dass er da geistige Prozesse mitteilt. Glaube aber eigentlich nicht, dass er wusste oder beabsichtigt hat, oder es war eine Schutzlüge, um zu sagen, eine Schutzlüge, das hat überhaupt keine Bedeutung, weil sie dann wussten, dann lassen sie ihn in Ruhe. Mhm. Zu der Zeit war das Just Fantasy sehr gefährlich gewesen, zu sagen, ja, ne? Finde mal raus, was da drin steht. Mhm. Ja. Kann eine Schutzlüge gewesen sein. Ne? Aber es kann auch sein, dass er halt nur das Geistige wusste und diese Zuordnung, die habe ich halt gemacht, weil ich in meinem ersten Werk 2.8 habe ich Sauron und den Ring und die Ringgeister genommen, um diese bildhaft die Zusammenhänge dessen zu zeigen, was das Geldsystem mit uns macht. Und habe dann aber schon ein bisschen tiefer gebuddelt, habe das dann ins Buch reingebracht, habe dann im Nachhinein gemerkt, Mensch, hast ja eigentlich nur angekratzt, was im Herrn der Ringe ist. Und bin dann noch tiefer. Zwei Jahre lang, das war von 2008 bis 2017, fast 10 Jahre Arbeit, bis ich dann die Bücher drüber geschrieben habe. Ja. Weil ich immer wieder Neues entdeckt habe, immer wieder tiefer reingegangen bin.
Und man kann natürlich der Meinung sein, dass das Zufall ist, dass das so passt, chronologisch. Ich kann nicht beweisen, dass das damit gemeint ist. Man kann das lesen, auf sich wirken lassen. Dann schauen, inspiriert mich das? Hilft mir das? Mhm. Eine Beweisebene, dass das so gemeint war? Nee, es ist deine Interpretation. Ja, es ist eine Interpretation. Ja. Und man kann sich davon inspirieren lassen oder auch nicht. Ja. Und wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, im Vergleich zu Aldous Huxley und George Orwell siehst du in, zumindest im Herr der Ringe, etwas Zuversichtliches. Ja, ja. Ja, ein absolut Zuversichtliches. Während die anderen beiden Romane, also zumindest 1984 und Schöne neue Welt, ja wirklich einem. So, also und dann siehst du, dass sich das entfaltet. Und dann denkst du, der hat das gesagt. Vor 50 Jahren. Und er hat gesagt, wir können nichts dagegen tun. Dann hat er wahrscheinlich recht, wir können nichts dagegen tun. Dann können wir jetzt aufgeben. Das ist die Negativwirkung. Ja. Aber Herr der Ringe ist ja, dass er eine unfassbar schwierige Situation mit einer unfassbaren Gefahr und Bedrängnis so entwickelt, dass das glaubwürdig in die Lösung kommt. Mhm. Dass man dann richtig mit aufatmet, als der Ring vernichtet eigentlich, ist. Eigentlich auch eine schöne Überleitung dann zu unserem dritten Gespräch über die Volksmärchen, die deutschen Volksmärchen, die ja auch alle etwas Erlösendes anbieten. Ja, ja. Immer das Happy End, was ja die Lösung des Problems ist. Genau. Zum Schluss. Genau. Ludwig, vielen, vielen Dank. Und ich halte es nochmal eben in die Kamera. Das ist jetzt die Symbolik. Die Symbolik. Die Interpretation, über die ich gesprochen habe, ist dann die Ringvernichtung. Ja. Und das Silmarillion, die Ringvernichtung stellt das alles in Kontext von 2000 Jahren, vom alten Rom bis heute. Ja. Und die Interpretation des Silmarillion im Silmaril-Geheimnis oder Silmaril-Veda, würde ich die zweite Auflage nennen, und der Ring-Veda, das ist ein Rahmen von 155.000 Jahren, denke ich, praktisch die Gesamtentwicklung der Menschheit, was da bewusstseinstechnisch abgelaufen ist, was in Atlantis war, was die Ringe der Macht bedeuten, das ist dann in zwei weiteren Büchern noch. Also du warst fleißig und spannend zu lesen. Vielen, vielen Dank. Ja. Ludwig Gartz. Und ich bedanke mich, danke. Auf deinem YouTube-Kanal Ludwig Gartz kann man ja auch einen Haufen relativ kurze Videos, das fand ich sehr, sehr schön, dass mal 20 Minuten kurz reinschauen, genau. So elementare Sachen sich angucken konnte. Mhm. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf das Gespräch über die Märchen. Ja, viel mehr als nur Gemetzel und schöne Landschaften war Herr der Ringe von Tolkien. Und es geht letztendlich um diese hermetische Weisheit, innen wie außen wie innen, unten wie oben wie unten, im Kleinen wie im Großen. Und wir haben nach Tolkien die Chance, uns zu befreien von der Macht des Egos, von der Übermacht des Egos und somit von der Übermacht des Geldes über den Menschen. Und jeder Einzelne von uns kann jetzt etwas dafür tun. Jeder auf seine Weise. Ich danke euch für die Energie eurer Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.